viel deiner Kraft hat das jetzt beansprucht? Na, das geht noch. Das ist jetzt zum Beispiel das Aufwärmgewicht. Das sind jetzt so ca. 70 Kilo. Das sind wir jetzt hauptsächlich beim Aufwärmen. Hätten wir irgendeine Chance, dass wir das hochbekommen? Naja, das kommt drauf an, wie stark ihr seid. Verdammt stark sind wir. Wollen wir mal versuchen, die Stange alleine. Also normalerweise. Ja, was heißt hier wir? Jetzt? Ja, genau. Ja. Okay, ja, das ist ja easy. Das ist ja easy. Da kann ich mindestens eine Minute so stehen. Nee, es geht echt. Das ist in Ordnung. Da können wir sogar auch weitersprechen. Also du zumindest. Genau, ist ganz einfach. Nur hochheben und umsetzen. Ja. Oh, wow. Hätte ich irgendeine Chance, dass ich mit meinem Alter irgendwann mal noch dahin komme, wo du jetzt bist? Also insgesamt trainiert es 8 Jahre. Dir geht es darum, tatsächlich viel Gewicht zu haben, genau, und nicht so auszusehen wie die Bodybuilder, genau, die wir, ja, hier auf dem Plakat sehen. Also das sehen. Ist bei uns ziemlich egal, ob wir ein bisschen Bauch haben oder nicht. Hast du nämlich, ne? Das wollte ich. Ich wollte natürlich. Also hätte ich jetzt eine Chance mit meinem Sixpack gegen deinen Sixpack und natürlich auch gegen Vivis Sixpack? Müssen wir vergleichen. Ja, komm. Tritt so hoch. Komm schon. So, was isst du am Tag? Naja, also zwischen 6.000 und 8.000 Kalorien, wenn ich mich auf den Wettkampf vorbereite. Ich bin da recht schlechtes Beispiel auch, weil ich bin relativ schlechter Esser, muss ich sagen. Also mit einer fast normalen Portion habe ich schnell genug, aber dafür ist ja dann 6, 7, 8 Mal am Tag. Zeig doch nochmal, was du sonst noch machst. Also im Prinzip geht es einfach darum, den Buch zu heben und so wie die Runde 6 einfach umsetzen und dann drücken. Aber es hat sich schon bewegt. Ernsthaft? Ja, ich habe gesehen, ja. In die Knie. Ja, schon. Total easy. Mhm. Hast du sowas wie Muskelkater? Ja, Muskelkater habe ich natürlich. Ganz okay. Klar. Aber er ist ein Mensch, er lebt. Ja, wo ist es bei dir? In den Armen dann? Oder? Nee, ich habe schon dann auch im ganzen Körper Muskelkater, wenn ich dementsprechend schwer trainiere oder wenn ich mal Pause gemacht habe, wieder anfange zu trainieren. Jetzt? Ja, geht schon. Wow! Okay, jetzt der Rücken ist morgen im Arsch, aber hey, es war oben. Super, sehr schön. Oh Gott, 10! Wow. 11! Ohne Ehrgeiz! 12! Oh, dein Rücken! Oh nein! Also, wenn du fertig bist, kann man mit dem Aufwärmprogramm weitermachen. Ja, okay, komm, lass weitermachen. Zeig mal deine Hände, da musst du voll die Hornhaut. Das ist ja total krass, das sind ja richtige Hornpunkte. Mhm. Hier ja, und hier auch ein bisschen, ne? Aber meine darfst du nicht vergessen. Deine Hornpunkte sind auch total krass. Das wird schon, ne? Eins, zwei, drei. Wir überlegen uns für diese Woche noch ein paar andere Übungen, in denen wir gegen dich antreten können und freuen uns, dass du uns ein bisschen begleitest. Andi, Schluss jetzt. Wir denken uns was anderes aus, okay? Aber es ist gut für die Bauchmuskeln. Wir sind eins. ARD.